Ich kann diesen Vortrag einfach im Gesamtkontext des heutigen Tages einfach mal jetzt ablegen und in Beobachtung nehmen. Ich glaube, um das geht es auch. Gerade wenn man politisch diese Dinge nicht so kennt, nicht mitverfolgt hat, ist das eine sehr große Dimension. Doch im Kontext des heutigen Tages, mir geht es persönlich so, mein Herz hat mir gesagt, irgendwas Unmögliches gibt es nicht mehr. Diese Verfilzungen, die mit Namen genannt wurden, alles, was in den medizinischen Bereichen, psychiatrischen Bereichen genannt wurde, die Menschen sind nicht so ehrlich, wie wir das gerne hätten. Kennen wir das im eigenen Leben manchmal, ja? Also ich bin von nichts mehr überrascht, das ist meine Position. Und es einfach zu beobachten und ans Licht zu glauben, das ist meine Aufgabe, die ich jetzt empfinde. Vorsicht walten zu lassen, die Dinge nicht einfach alle schlucken, so wie sie einem gesagt werden, sondern Stimme und Gegenstimme hören, das haben wir heute gemacht. Ich möchte nochmal betonen, dass die AZK kein politisches Ziel hat in dem Sinne, es geht nicht Politik zu betreiben, weder rechts noch links, gar nichts in der Richtung, es geht nur darum, Stimme und Gegenstimme anzuhören, das mitzunehmen und aufs Herz zu achten, was geschieht. Mit der Zuversicht, Licht geht auf, es ist unmöglich, dass die Ungerechtigkeit siegt und wenn etwas krumm ist, die Zeit bringt es hervor, es kann nicht im Verborgenen bleiben, das sagt schon die Bibel, es wird sich alles und jedes ans Licht begeben, es wird alles offenbar werden, zuletzt wird das Hinterste und Letzte klar sein und auf irgendeinem Weg geschieht ja das. Und wenn es halt der Weg ist, dass irgendwo halt ein Zeuge auftaucht, der jetzt halt irgendeine Sprache redet, von dem kein Mensch gedacht hat, das konnte man nicht kalkulieren, dass da plötzlich einer Ägyptisch versteht oder was auch immer dahinter steckt, auf irgendeinem Weg wird das geschehen. Ja, und irgendwann ist uns das alles klar. Wenn dieser heutige Tag das gewirkt hat, dass wir vorsichtig werden mit Informationen, auch heute hier, wir sollen allen Informationen gegenüber vorsichtig sein. Wenn der Tag gewirkt hat, dass man alles, was man hört, einfach mal hört, stehen lässt und beobachtet, nicht einfach blind runterschluckt, dann hat dieser Tag sehr viel bewirkt. Denn die Mündigkeit ist gefragt in dieser Zeit, wir glauben, dass Mündigkeit bedeutet, wir können aufs Herz achten. Was sagt das Herz? Nicht immer nur der Verstand allein. Wir müssen lernen, dem Herzen nachzugehen, dann wird es heller und heller und klarer. Mindestens da, wo der wirkliche Friede drin ist, der uns innerlich zur Ruhe führt. Okay, das war's für diesmal, 6. AZK. Wir danken, dass ihr da wart. Wir lieben euch von innigstem Herzen. Wir spüren euch. Danke, dass ihr da wart. Wenn wir uns wiedersehen, ich weiß es nicht. Uns Christen, sage ich, betet, dass wir wieder mal so eine Gelegenheit bekommen. Es wird eng, aber wir bleiben dran. Wir haben uns versprochen, wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist jeder von euch eine kleine AZK, okay? Ja, okay. Und bitte nehmt euch auf dem Büchertisch die DVD mit von der großen Visionierungskonferenz. Ich habe dort 12 Punkte gelehrt, wie man zu einem Power-Team wird, dass jeder wirklich die Gerechtigkeit treiben will, dass du hier wirklich Substanz bekommst. Und das ist 30 Jahre erprobte leere Schulung, die dort ist, wie man sowas hochkriegt. Nehmt es bitte mit, es ist alles unentgeltlich. Wenn ihr uns als Familie noch ein bisschen besser kennenlernt, heute ist Geburtstag, ich habe hinten so kleine Zettelchen, Sasek TV. Hey, Sasek TV. Ja. Schaut mal rein, da können wir uns das ganze Jahr sehen, mindestens ihr uns. Gut, jetzt an die Organisation, tschüss zusammen, danke, dass ihr da wart.